Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy mit mir, dem Jan. Jetzt suche ich die Tore, also die Gänge, wo noch ein Schloss vor war. Das war hier, meine ich. Ja. Und guck, was hier hinter sich jetzt befindet. Konnte ja letztens nicht weiterlaufen. Lumos. Rebellion. Lumos. Wo bin ich hier? Ich sagte, dass ich es tue. Ja, das solltest du auch. Darauf kannst du lange warten. Nein. Rebellion. Das sagst du schon seit 40 Jahren. Habt ihr das gesehen? Sie hat mich angeschaut. Da. Wandteppich der Jagd der Kopflosen. Dieser Wandteppich zeigt die Jagd der Kopflosen. Eine Gruppe kopfloser Geister, die von Sir Patrick Delane Pottmore für verschiedene Spiele zusammengetrommelt wurden. Sie sind berüchtigt dafür, dass sie sich weigern, den Gryffindor-Hausgeist Sir Nicholas de Missy Poppington in ihre Reihe aufzunehmen, da er nicht völlig kopflos ist. Rebellion. Weißt du mir die Ehre dieses Tanzes? Ich habe sie gefragt. Hast du nicht was vergessen? Ach, je. Milady, könnte ich vielleicht meinen Körper ausleihen? Milady! Lust auf ein Tänzchen? Ich dachte, du fragst nie. Was für ein schönes Paar wir sind. Raum der Todes. Tagfeier. Die dünnste, geräumige Kammer in den unteren Kerkern von Hogwarts eignet sich perfekt für gelegentliche Todestagsfeiern, die hier von den Schlossgeistern gefeiert werden. Die meisten Sterblichen bleiben solche Feiern lieber fern, da das dort servierte Essen stark verwest ist, um die Nase der Geister zu erreichen. Rebellion. Gut. Dann habe ich das jetzt hier. So. Alohomora. Da und da. Confringo. Rebellion. Das war hier alles. Alohomora. So, was haben wir hier? Rebellion. Das ist erstmal eine Seite. Patron. Strafarbeitskammer. Die Kammer dient
der Schule angeblich als bevorzugter Ort zur Bestrafung von Schülern, auch wenn die körperliche Folter beim Nachsitzen nicht mehr angewendet wird, ist die Aura dieser grausamen Praktiken noch immer zu spüren. Revelio. Gut. Da sind wir eben reingegangen. Dann auf zur Kartenkammer. Revelio. Was ist das da? Ach so. Man, da kann ich auch bestimmt eine Schnellreise hinmachen, oder? Revelio. Da unten ist noch eine Truhe. Ich frage mich noch immer, was ist hier mit diesen Bildern auf sich hat. Weil irgendetwas muss ich doch damit machen können. Revelio. Confringo. Dipendo. Accio. Akio. Lumos. Ich weiß es nicht. Revelio. Aber selbst wenn ich damit was machen kann, was bringt mir das? Akio. Ach, keine Ahnung. Revelio. Hier ist ein Schloss. Alohomora. Da ist eine Gemmi. Statue. Hä? Demi. Revelio. Da steht eine Truhe. Hier ist ein Zettel. Wichtiges Muggel-Artefakt. Dieses missverstandene Artefakt ist angeblich wichtig für die Muggel-Kriegsführung. Aber die meisten Zauberer finden die Aussicht, eine so schwere Waffe zu führen, völlig unverständlich. Revelio.
macht denn hier Bling? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach in das Schloss? Hallo, Homura. Ja. Revelio. Ist das hier von Merlin? Unterrichtsstunde Alchemie. Alchemie ist eine arkanes Unterrichtsfach, das ältere Schüler belegen können. Wenn das Interesse einmal groß genug sein sollte, es befasst sich mit den vier natürlichen Elementen und der Wissenschaft der Transmutation. Revelio. Komisch, die Masse nicht klingen. Irgendwas habe ich da übersehen. Revelio. Die Truhe da hinten. Hallo, Homura. Ach ja. Was kann ich da mit diesem Frosch machen? Das ist ein Teleporter. Levioso. Aber hier ist noch ein weiterer. Hey, hier ist noch einer. Ist hier oben irgendwas? Wieso komme ich hier hin? Revelio. Habe ich die Truhe nicht mitgenommen? Ah nee, die war, konnte ich ja nicht. Okay, hier komme ich nicht lang. Aber hier. Da ich jetzt glaube, dass ich die Truhe da hinten genommen habe, gehe ich da jetzt nochmal hin und mache nochmal, ob es jetzt klingt. Revelio. Nee, die Truhe habe ich wohl doch noch nicht mitgenommen.
gehe ich trotzdem jetzt zur Kartenkammer. Revelio. Hier gibt es doch einen schnellen Reisepunkt hin, aber zum Glück habe ich ihn nicht gefunden. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Wo bin ich eigentlich hier? In der Höhle. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe, und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Da sind Sie ja. Ich habe Ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe. Aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Schwer zu sagen. Er wirkte aufrichtig. Es ist natürlich schwer zu sagen, aber Sirona Ryan vertraut ihm. Besser als nichts, nehme ich an. Gesetzt den Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Ranrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Ranrock etwas sucht, konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Ranrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet Ihre nächste Prüfung statt. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein, ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort. Und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Leider ist Victor Rookwood Ihr Nachkomme, ein schwarzer Magier und im Bunde mit Ranrock. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Ja. Wo ist das denn? Müsste ja hier sein. Irgendwo. Laut Karte. Da. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.